Oh, der Schutz war noch dran. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich werde gerade wieder minimal beobachtet, deswegen spreche ich einfach ein bisschen leiser. Wir sind heute bei dem Opening vom Trailpark in Kassel. Genau, wir haben jetzt hier schon geparkt. Ich weiß jetzt auch nicht genau, ob das hier der offizielle Parkplatz ist. Ich werde auf jeden Fall nochmal die Website verlinken vom Trailpark Kassel. Und da sind auch zwei Parkplätze angegeben. Einmal Roter Stollen und einmal Hohes Gras, wo man auch wohl gut parken kann. Genau. Ja, wir werden jetzt hier einmal hochfahren. Und dann ja, werden wir uns das mal hier anschauen. Ich weiß auf jeden Fall, dass es schon länger Diskussionen hier gab, ob Trails legalisiert werden sollten oder nicht. Und ja, jetzt ist es endlich soweit. Deswegen zeige ich euch das jetzt mal. Und ja, wünsche euch viel Spaß. Oh, hier ist auf jeden Fall die Ansprache. Das ist auch eine gute Aussage, dass wir nicht jetzt hier was eröffnen und dann irgendwann ist es zugerufert, sondern das muss entsprechend gelegt und gepflegt werden. Und da sage ich schon mal ein herzliches Dank. So Leute, ich muss mal eben hier eine Orientierung, ich kann nichts sehen. Naturpark Habichtswald. Das sieht nach Flowtrail aus. Flowtrail? Okay. Okay, also das hier ist Raven Trail oder Raven Trail. Single, das ist aber Single Trail Leicht. Also das ist jetzt nicht der Flowtrail, sondern Single Trail Leicht. Nein, das ist, startet beides hier mal. Achso, startet beides hier. Und Flowtrail Fork Line. Also beides leicht. So, und du hast hier die Wahl zwischen links und rechts. Rechts und links. Ja, machen wir beides, oder? Machen wir erstmal rechts. Ja. Ready? Ich bin, glaube ich, ready. Ja. So, also das hier ist jetzt Flow Trail. So kleine Wellen. Genau, schön geshaped. Und man könnte hier auch ein bisschen abziehen. Woo! Jo! Kleine Doubles, Anlieger, richtig schön gebaut, noch ein Double, kleine Bodenwellen, auch gar nicht so steil, also eher waagerecht, würde ich ihn jetzt mal so betiteln. Ja, Double, 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 schön reinpumpen hier, aber durch das Pumpen bekommt man echt gut Speed, muss ich sagen. Ich habe übrigens neue Griffe. An die muss ich mich erstmal gewöhnen, die sind nämlich ein bisschen dicker. Ja, mein Kameramann hat mir neue Griffe gekauft. Die passen super auch zu meinem Lenker. Schön blau. Und da soll man im Sommer nicht so mit rutschen. Also abrutschen, wenn man auch mal ohne Handschuhe fährt. Oh, der ist aber echt lang. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen Speed hier bekommen. Richtig schön gepflegt, echt. Gefällt mir sehr gut. Anlieger. Anlieger. Achtung. Warum steht dann Achtung? Ach, Achtung, Fußgänger. Am Anfang etwas langsam und dann wird es schneller. Ja, genau, weil es am Anfang noch recht waagerecht ist. Es gibt zwei Flowtrails, links und rechts. Hä, hier gibt es jetzt vier Strecken. Ja, genau. So, hier gibt es jetzt vier Strecken. So, jetzt bin ich wieder live on stage. Und zwar ist es jetzt hier, hier gibt es vier verschiedene Strecken, also Raccoon Line Flow Trail. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt so hinkomme. Glaube nicht. Ich probiere mal von hier zu lesen, ohne Brille. Keine Chance. Ich renne da mal eben hin. Ah, okay, also. Go ahead Trail, Single Trail Mittel. Forest Jump, Jump Line. Ja, für den anderen muss ich jetzt wieder hochlaufen. Ja, also ist halt der erste Teil war ja eben jetzt der Flow Trail. Und jetzt ja, gibt es hier vier verschiedene Lines. Das heißt, man kann auch in der Line immer wechseln. Genau, hier gibt es noch Cow Meadow Line. Auch ein Flow Trail. Ja, ich weiß auch gar nicht, was wir jetzt fahren. Ich habe immer keinen Plan. Genau. Was fahren wir jetzt?
Raccoon Line Flow Trail. Oben der hieß. Ich glaube, das ist der. Vergessen. Wollen wir? Ja, wenn hier keiner rein will. Haare im Mund, ja. So, weiter geht's, Flow Trail. Wieder kleine Bodenwellen. Irgendwas an meinem Fahrrad macht komische Geräusche. Muss ich gleich mal gucken. Ja, mein Kameramann ist schon wieder weg. Der muss nur einen Anlieger sehen und ist weg. Weil der einfach die Anlieger so geil fährt. Und ich halt nicht. Ja. Naja. Üben. Hier ist wieder ein Achtung, Ausrufezeichen. Mal gucken, warum. Oh, ein bisschen North Shore. Mega. Das haben die ja cool gemacht. Geil. So. Achso, das war es auch schon. Mal gucken, ob es jetzt noch weitergeht. Ich glaube, das war's. Check. So, wir pedalieren jetzt hier übrigens gerade hoch und hier sind jetzt nochmal Schilder. Ich weiß nicht genau, ob die sonst hier auch so stehen. Roter Stollen. Ah, okay, also da haben wir nämlich auch geparkt. Da ist direkt der Parkplatz. Und Mittelstation, Trailpark Hohes Gras ist dann nach links. Da fahren wir jetzt auch lang, weil wir nochmal den zweiten Abschnitt fahren wollen. Ey, Jumpline sind offen und so, ne? Warte mal. Ich kann es euch von dir nicht lesen. Ne? Jumpline, Flow Trail, okay. Also ich probiere jetzt die hier aus. Gesundheit! So. Also der ist auf jeden Fall nochmal ein bisschen breiter gebaut, wie ich finde. Und nicht so viele Anlieger, sondern eher Bodenwellen. Jo, Anlieger. Wie immer, ne? Von links kommen auch welche. Ah, okay, hier geht es jetzt weiter. Also hier sind die jetzt wieder ineinander verschmolzen. Ich weiß jetzt nicht genau. Nee, mit der Kamera, sorry. Die denken jetzt schon alle, ich rede mit mir selber. Also ich meine das. Nee, keine Ahnung. Also irgendein Track kommt auf jeden Fall von links. Ja, und jetzt geht's hier weiter. Ich warte noch mal eben. Ich komme nicht klar. Okay, hier ist es auf jeden Fall windig. Und ich kriege kein Speed, weil es noch sehr waagerecht ist. Okay, ein bisschen pumpen. Theoretisch könnte man die Double auch springen. Habe ich jetzt aber nicht. Anlieger. Verkackt. Naja. So, danke. Also wir müssen jetzt hier hochschieben. Aber theoretisch gibt es irgendwann hier einen Lift. Ja, also wenn der Lift dann geöffnet ist, komme ich auf jeden Fall nochmal her. Wie hättest du es gerne? Kilo. Mach mal erst vorne, warte. Ja, vorsicht, die Kleine, ne? Ja. Hast du es? Ja. Ja, ist übrigens alles hier noch provisorisch. Junge, Junge, hier kommen aber auch noch. So Ding wie in Österreich, wo du einfach rüberfällst. Dünne Menschen lang. Ja, und wenn man ein E-Bike hat, kann man hier auch gut hochradeln. Die wurden auch ein paar Mal überholt. So. War es jetzt eigentlich erstmal Pause oder wie oder was? Ja. Wir haben jetzt übrigens hier kurz Pause gemacht. Hier gibt es einen wunderschönen Springbrunnen. Ja, wir haben jetzt nur eine kurze Cola getrunken, weil es jetzt auch schon wieder weitergeht.
aber theoretisch hätte man hier auch was essen und trinken können. Also getrunken haben wir was, aber halt essen, ne? So, wir nehmen jetzt unsere Bikies und schauen nochmal über die Messe. Hier gibt es halt verschiedene Stände, wo man auch verschiedene Fahrräder testen könnte. Auch noch im Naturpark Habichtswald. Also liebe Grüße gehen raus an Pia und Fabian. Ja, wir kommen gleich nochmal zurück. Mal gucken, ob sie uns... Hallo! Genau, und dann geht's hier weiter. Bulls und G-Motion und noch einen anderen Bike-Shop. Ich weiß es nicht. Ich muss eigentlich noch mal fragen. Hallo! Ja, ist auf jeden Fall übelst cool, auch euch hier natürlich zu treffen. Ja, also unter anderem bin ich auch sehr gerne auf solchen Veranstaltungen einfach, ja, weil ich euch kennenlerne, weil ihr mich ansprecht. Hier ist gerade eine Fliege. Ja, das ist auf jeden Fall immer richtig, richtig motivierend, muss ich sagen. Und dann fehlen uns übrigens noch zwei Trails, also einmal Single Trail schwer und einmal Jumpline. Aber wahrscheinlich werden wir heute noch einen Trail fahren. Und den anderen spare ich mir dann fürs nächste Mal, wenn dann auch der Lift geöffnet hat. Weil die Jumpline kommt, glaube ich, auch da raus, wo der zweite Flowtrail rauskam, also da, wo der Lift gerade nicht funktioniert. Von daher, genau, würde ich sagen, wir sehen uns gleich auf Singletrail. Es wird wahrscheinlich kurz oder lang, irgendwann mal wird der Andreas hier Markierspray irgendwo anbringen, wird sicher, ja. Manon! Hallo! Genau! Habe ich gerade gesehen, muss ich gleich Hallo sagen. Das ist ja geil, das ist hier! Cool, ja, cool, das ist dein Facebook. Kameramann. Ja, genau. Ja, ich erkenne ihn. Hi. Ja, wollen wir eine Runde zusammenfahren? Wir können nicht so, ich kann nicht, mit den anderen kannst du fahren. Ich fahre ganz langsam. Okay. Hast du sie mal fahren sehen in den Videos, ne? Ich kenne sie auch langsam. Anfang ich auch nicht. Ich bin nämlich voll ihr größter Fan. Ja, ich kenne ein erstes Video, wo du mit diesem Klapperding da runter gefahren bist. Ja. Okay. Also, huch. Es geht weiter mit Single Trail. Genau, Anke fährt wieder hinter mir und der Kameramann ganz hinten. Genau, vielleicht können wir sogar ein bisschen das irgendwie so schneiden, dass ihr mal meine Perspektive habt und mal die von meinem Kameramann. Genau, ihr müsst warten. Ja, der Single Trail hier ist sehr sandig, muss ich sagen. Die anderen waren alle ein bisschen fester. Kleiner Sprung. Alles gut gegangen. Genau, hier auch so ein bisschen kleine Wurzeln. Das hatten die anderen Trails auch nicht so. Sehr gut! Und rauf hier! So, das ist jetzt übrigens wieder der Flow Trail. Und ab über die Brücke! Ah, es hat Spaß gemacht. So, heute mal ein etwas anderes Auto. Ich bin im Auto, habe mich schon umgezogen, weil das ist nämlich wirklich ultra heiß. Das war es jetzt auf jeden Fall mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da und einen Kommentar. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Und ja, wenn ihr hier seid, wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ich komme auf jeden Fall auch nochmal wieder, wenn der Lift geöffnet ist. Und wenn, ja, da muss ich mir nämlich nochmal die Jumpline anschauen. Also, bis dann. Tschüss. Bam. Thank you.
Sehr gut fährst du. Sehr gut, Manon. Das machst du echt gut. Sofort ist es drin. Und gleich weiter. Links, 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 ja. Der ist richtig Moller. Und Gas. Sehr geil, der Sprung. Oh, der war schräg. Der ist geil. Hinten frei. Jetzt bist du warm, wa?